Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen CACR und wir bekommen ein E4, E5. Spanisch? Nein, Schottisch. Okay. Aha. Ich spiele es mal mit Springer F6, soweit ich weiß. Ich habe das auch nicht mehr so genau im Kopf. Er spielt drauf Rade, okay. Ah, normal spielt man Springer E4 hier, ne? Ja, irgendwie so. Er kriegt die Bauern natürlich zurück, aber jetzt mit Springer C3. Dame D8. Ja. Ich kenne das irgendwie aus dem Italiener ein bisschen anders. Warum geht man lang? Deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwirrt hier. Langsam kenne ich es wieder. Weil die weiß, war die unentschieden, also die Partie. Aber natürlich ist es nicht so einfach. F5 spielen einfach, weil der Turm jetzt nach F4 ziehen muss. Damit der Springer auf C6 hängt. Wenn der Springer C6 spielt, schlecht. Wegen Dame D1, Springer D1 und FE4. Deswegen muss man Turm F4 spielen. Und nach Rochade steht der Turm einfach scheiße da. Er kann natürlich Springer C6 spielen, Dame D1, Springer D1, BC6. Aber dann habe ich das Läuferpaar in einer Endspielstellung, die sehr unkomfortabel für ihn ist. So, Läuferpaar gegen Bauernstellung. Das ist ein sehr interessantes Endspiel, was ziemlich lang als unentschieden galt. Aber werden wir mal sehen, was wir hier machen. Verbindungsgegner ist unterbrochen. Okay, er spielt Turm C4. Das ist ein bisschen komisch, Turm C4 zu spielen. Ich werde den Bauern einfach mal opfern, oder? Ja, ich denke schon. Turm E8, Turm C6, Läufer D6. Dann muss er Läufer D2 spielen. Dann habe ich Läufer F4. Wenn er nimmt, habe ich Turm E1 matt. Das heißt, kann er auch nicht nehmen. Und dann Läufer F4 hat er Springer E3. Das ist das Problem. Ich kann auch Turm E2 spielen. Okay, er spielt Springer C3. Okay. Ja. Ich will mal Läufer D7 und guck mal. Aber ein bisschen einen passiven Zug machen. Er kann natürlich Läufer F4 hier spielen. Aber dann werde ich mit Turm B8 fortsetzen. Genau, Läufer F4, Turm B8. Ich muss versuchen, mein Doppelbauern gegen irgendeinen Gammelbauern von ihm einzutauschen. Egal gegen welchen. Okay, ich spiele Turm B1. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Zug wie Turm D1, aber nein, kam nicht. Wenn jetzt Turm D1 kommen würde, dann hätte ich immer noch Turm B2, weil er kann ihn nehmen wegen Turm E1. Okay, er spielt Springer A4. Na gut. Ich nutze mal seine Fessel aus, die er auf der Grundreihe hat. Also er kann nicht beides nehmen wegen Läufer C7. Okay. Ich habe immer noch Turm B7. Oder ich spiele ich finde Turm B5 ein bisschen besser, würde ich ehrlich sagen. Einfach nur damit ich besser switchen kann. Jetzt kommt H3, okay. Und damit mein Turm auch gedeckt ist. Nicht gefesselt ist. Ich kann jetzt in ein ich kann jetzt meine Läufer tauschen. Quatsch, ich hab einen Turm gewonnen. Läufer gewonnen hier. Er kann ja nicht nehmen wegen Turm E1 matt. Hm. Das war aber nicht so gut von ihm. Manchmal checkt man sowas erst nicht, ey. Man muss ja richtig auch öfters mal gucken im Blitzen nach so Einstellern. Man checkt das einfach nicht, dass irgendwas eingestellt wurde oder so. Jetzt kann ich sogar Läufer C8 spielen. Meine Läufer kontrollieren alles hier. Und
Nach Springer D3 würde ich Turm D5 spielen, oder? Oder greift C6 an? Naja, muss man ja nicht unbedingt fördern, das Ganze. Wenn er wieder Springer C5 spielt, dann wird er Läufer C8. Kleine Zugwiederholung hier. Okay, spielt G3. Na gut. Was spielen wir jetzt? Und einfach mal Turm D5 spielen. Einfach nur um mal. Ach, Idiot. Also wenn man eine Stellung ganz ins Sand setzen will, dann sollte man so einen Scheiß spielen. Ich bin doch nicht gut drauf, Leute. Scheiße. Ach, ich hätte auch nicht wieder nehmen dürfen. Oh Mann, ey, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Scheiße. Fuck. Okay, wir sind auf einmal in einer Loser-Position. Das meinte ich. Ich habe auch gerade einen Einsteller gemacht. Man muss immer nach Einstellungen Ausschau halten. Ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein Unentschieden. Ja, aber er muss auch auf den Bauern aufpassen. B4 ist aber riskant. Wenn er jetzt Turm D1 spielt, jetzt kriege ich beide Bauern. Jetzt ist auf jeden Fall unentschieden. Jetzt hat kein Zeit für B5, weil D2 D1 direkt Dame ist. Aber das werde ich garantiert nicht auf unentschieden spielen. Das werde ich auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. Er ist 100 Punkte unter mir. Wenn wir jetzt ungefähr gleich hätten, beide 2-3 oder so, dann hätte ich gesagt, okay, machen wir unentschieden. Aber 100 Punkte mehr muss ich auf Gewinn spielen. Ich weiß, es ist ein bisschen arschig, aber trotzdem. Ja, er hat auch richtig Zeitnachteil. Also das auf Unentschieden zu geben, das wäre ein bisschen unfair auch mir gegenüber. Okay, er spielt G4. Er gibt einen Bauern auf. Okay. Jetzt werde ich garantiert kein Unentschieden mehr annehmen. H5. Wir warten nur auf einen Fehler von ihm. Wenn er jetzt König F3 oder so spielt, dann habe ich G5. Okay, dann muss mein Turm aktivieren. Jetzt bin ich, glaube ich, schon im Bauern, oder? Von F3. Ja, das ist eindeutig ein Sieg. Er hat Turm G5. Moment, er hat Turm G5. Wer kann den nicht decken, ne? Warte mal, er hat Turm G5. Turm G5. Ah, ne, hat er nicht, Ich habe Turm F1. Ich habe Turm F1 noch am Ende. Okay, wir haben einen Schottischen hier. Wo ich gar nicht mehr so genau die Theorie weiß. Ich kenne sowas im Italienischen, das kann ich euch mal kurz zeigen. Dann drehe ich auch kurz das Brett dafür. Ne, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist. Ich guck mal eben. Ich weiß nicht mehr, ob es Rochade war oder Erstläufer C5. Warte mal. So war das genau. Schlicht. Hä, nee, stopp mal. Was mache ich hier? Das ist, wenn das Brett nicht gedreht ist. Dann kann ich das, weil ich das nur als Weiße angeguckt hatte. Ich muss mal kurz Brett drehen. So, wartet mal.
Läufer C4, Springer F6. D4, schlecht. Rade. So, Läufer C5. C3. Hä, warte mal, nee, das ist das nicht. Bin ich voll bescheuert jetzt gerade? Ich weiß gerade echt nicht. Nee, hä? Ich check's gerade nicht. Ich glaube, ich bin gar kein C3 hier. Ich check's gerade nicht, sorry. Lass uns mit der Partie weitermachen. Ich weiß gerade echt nicht. Okay. Springer E4, D5, zack, zack, zack. Ja, F5 war wichtig. Wenn er nach F5 Springer C6 spielt, ist das nicht so gut für ihn. Vielleicht die gleiche Stellung, aber... Ach Quatsch, Springer C6, F4 meine ich. Und dann habe ich eine Qualle mehr. Er kann den noch Läuferpaar schnell kriegen. Also ungleichfarbige Läufer meine ich, aber das bringt ihm auch nicht viel weiter. Einfach eine schlechte Stellung. So, hier nach. Alles gut. Läuferpaar gegen Bauernstellung. Hier hätte er auch Turm D einspielen können. Ein bisschen interessanter geworden, vielleicht in den Läufer E6 oder so gespielt. Mal gucken. Turm B1, auf A3, A4, auf B2 hat den Bauern verloren. Und hier hat er seinen Bauern zurückgewonnen. Aber es ist nur mal ein Doppelbauern, also von daher ist das nicht so schlimm. Und hier hat er aber sehen, dass mein Läufer seine Grundreihe deckt. Daher gewinne ich die Figur. Also wenn er jetzt hier nimmt, Turm E1 ist matt. Weil der Läufer deckt H2 und mein Turm ist halt matt. Springer C5, Läufer C8. Und dann mache ich diesen billigen Fehler mit Turm D5. Ey, oh. Tut so weh. Der tut so weh. Oh Mann, ey. Holy shit. Ja, A4 ist nicht gut. Ich muss Springer D4 oder sowas spielen. Er darf das nicht aufgeben, weil mein D-Bauer ist halt zu stark. Oder er muss hier mit allem A-Bauern spielen. Aber selbst wenn, hätte ich hier immer noch Turm A1. Oh, ich könnte auch die Dame holen, weil ich drum matt. Aber er zieht. Okay, er droht auch matt. Er droht noch direkt das matt. Das bringt eigentlich nichts. Ich kann auch direkt Turm D7 spielen, ist wahrscheinlich sogar besser. Ne, Turm D7 ist nicht gut. Oder warte mal, wenn ich durchziehe. Ah doch, ja, ja, klar. Ja, und jetzt spielt er den B-Bauern, das heißt, ich drohe jetzt auf A7 zu nehmen. Ja, drohe ich eigentlich nicht. Also sagen wir mal, König F8, Turm A7, Turm A2. So. Machen wir direkt Turm A7. Turm A2, Turm B7. Normal geht man immer hinter den Bauern. Ich würde sogar sagen, Turm A3. Turm D3, König F7. König G2. Ich kann auch Turm E3 spielen. G5. Der wahrscheinlich F4 spielen, oder? Wenn er jetzt, er kann auch direkt B4 spielen. Dann ich weg, Turm A4. Kann er nicht nur hinter dem Baum, was er sowieso wollte. Deshalb ist das wahrscheinlich sogar schlecht, direkt Turm A3 zu spielen. Deswegen dann einfach am besten direkt Turm B7. Turm B2, jetzt also hinter dem Baum. Das soll man meistens immer sein. Also nicht meistens, immer eigentlich bei den Endspielen. F4, König E6, König G2, König D5, König F2. Na, hier habe ich einen Zug jetzt zu wenig, das heißt, ich darf kein F4 spielen. Und ansonsten kommt der König rein und hier kommt das eben nicht. Deswegen ist das wichtig, König zu spielen, aber dann muss ich G5 spielen. F4 kann ich mir eigentlich aussuchen, was ich mache. Am besten wahrscheinlich H6, ah ne, H6 nicht, lieber dann
rausnehmen. Dann wird er den König nehmen. Ah, also kein G5, lieber dann warten. Und Turm B4 spielen, damit sein Bauer nicht vorziehen kann. Und das sollte dann eigentlich so, ja, ausgeglichen sein. Ein bisschen besser für Weiß, aber im Endeffekt sollte es trotzdem unentschieden sein. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.